Hallihallo an alle Freunde der Scammer Zeitverschwendung. Ich bin der Callcenter Crusher und schon im ersten Anruf hat man mit Regulierungen geprahlt, die man nicht hat. Warum gehen die Betrüger immer davon aus, dass man solche Dinge nicht einfach online überprüfen kann? Ich kann es jedenfalls. Hört euch an, was die Überprüfung ergab. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? 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 Hallo, ja, schönen Tag. Servus, Nico Petersen, lautet mein Name da. Grüß Gott. Wie ist Ihr Name? Nico Petersen. Petersen. Mein Name. Petersen, genau. Also ich melde mich gerade von der Firma BFM Group aufgrund einer Anmeldung, die Sie zuletzt getätigt haben, also über Online Trading. Also bei BFM Group? Nee, kenne ich gar nicht. Genau. Kennen Sie gar nicht? Nee, ich kenne keine BFM Group. Also eigentlich auf unserer Webseite haben Sie eine Anmeldung durchgeführt, also mit Ihren persönlichen Daten. Auf der BFM-Seite? Wie heißt denn Ihre Seite? Genau, also bfmgroup.io. BFM? Nö, das sagt mir gar nichts. Aber, also Bertha, Friedrich, Martha? Genau. Und dann Group. Georg. Genau, group.io. Ja, das ist Ihre Seite. Okay. Genau. Gut, muss ich mal eben aufmachen. So. Genau. Weil irgendwie. Genau. So. Haben Sie es? Ja, aber es sagt mir gar nichts von der Optik. Wann habe ich mich denn da angemeldet? Also die Anmeldung wurde circa vor 2 Monaten durchgeführt. Vor 2 Monaten? Am 13. Mai. Aber nicht auf dieser Seite BFM Group. Die kenne ich gar nicht. Vor allem, das ist eine rein englische oder russische Seite. Da habe ich mich mit Sicherheit nicht angemeldet. Also auf dieser Webseite wurde eine Anmeldung mit Ihren persönlichen Daten durchgeführt. Und ja, und von wem? Wie gesagt, haben wir, ja, genau, unter den Herren. Ja, aber Sie rufen an, also auf dieser Webseite habe ich mich nicht angemeldet. Dann müssen Sie ja im Prinzip meinen Namen, im Prinzip ein Double-Opt-in haben, dass Sie meine Telefonnummer verifizieren haben, oder? Das schon, ja, also Jochen Sobirek. Ja, aber. Lautet der Herr. Ja, die. Gut, haben Sie diese Nummer auch verifiziert? Wieso? Ja, weil ich kenne Ihre Seite nicht. Sie rufen irgendwelche Leute an, ohne dass Sie die Telefonnummer verifiziert haben? Nein, nein, Sie haben nicht verstanden. Also bei uns wurde eine Anmeldung durchgeführt. Ja, aber doch nicht von mir. Ja, aber doch nicht von mir. Deswegen muss man Telefonnummern verifizieren. Durch ein sogenanntes Double Opt-in. Wie gesagt, bei uns wurde eine Anmeldung durchgeführt, also mit die Daten, und deswegen, wir als Firma, sind wir hier durch den BaFin-Institut beauftragt, um Ihnen anzurufen. Ach, durch die BaFin? Sozusagen. Genau. Okay, sozusagen BaFin, dann sind Sie eine deutsche Firma. Wissen Sie überhaupt, was BaFin ist? Ja, oder? Natürlich weiß ich, was die BaFin ist. Genau. Ja, gut. Und von wo rufen Sie jetzt an? Also ich kontaktiere Sie gerade aus Österreich. Ja, dann ist die BaFin ja gar nicht zuständig für Österreich. Na klar. Nein, ist sie nicht. Doch, wir sind ein internationales Unternehmen. Deswegen Nein. Steht es da oben. Die BaFin ist die BaFin ist nicht für Österreich zuständig. Okay, genau. Dann geben Sie mir mal Ihre BaFin-ID, dann kann ich das ja bei der BaFin überprüfen, ob Sie da reguliert werden. Können Sie doch sehen, ja. Ja, dann sagen Sie mal Ihre BaFin-ID. Haben Sie doch, gehen Sie auf der BaFin, geben Sie ja den Namen. Ja, das heißt, den Namen BFM Group? Ja, genau. BFM Group. Okay, dann suchen wir mal nach dem Namen. Suchen Sie. Keine Ergebnisse mit BFM Group bei der BaFin.
Was haben Sie eingegeben? BFM Group. Wo? Bei der BaFin. Aber wo haben Sie das gesucht, ja? Bei der Was will BaFin, ich sagen? Unternehmensdatenbank. Wo? Nochmal? Hören Sie schlecht? Nee, also Sie gehen ja bei der BaFin registriert, ja. Ja, eben, bei der Unternehmensdatenbank. Genau da bin ich. Genau, richtig. Ja, und da bei der, wenn ich da eingebe BFM Group, gibt es keine Unternehmen, die dort registriert sind mit dem Namen. Hallo? Hallo, hören Sie mich jetzt besser? Ja, bis jetzt geht's einigermaßen. Okay, Herr Braun, ich rufe Sie von einer Investmentgesellschaft an. Und wie ich sehe, haben Sie sich bei unserer Handelsplattform gemeldet. Und Ist das bei richtig? von welcher Investmentgesellschaft rufen Sie an? Tools for Deals. Sie haben Ihre Daten auf Wie? unserer Plattform hinterlassen. Wie? Das ist schlecht zu verstehen. Sagen Sie bitte nochmal. Tools for Deals. Wie schreibt sich das? Ich kann sie buchstabieren. Ja, genau, das wäre gut. T wie Theodor. Ja. O wie Otto. Ja. O wie Otto. Noch einmal. Ja. L wie Ludwig. Ja. S wie Samuel. Ja. Dann vier Ziffer. Vier. Ja. Dann D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. A wie Anton. Ja. L wie Ludwig. Ja. S wie Samuel. Ja. .de oder Das ist unser .com. .com. Okay. Das ist unsere Website, ja. Okay, gut. Ja, dann erzählen Sie mal was über Ihre Firma. Wie ich verstehe, Sie sind am Handel mit Kryptowährungen, oder nicht? Ja, unter anderem. Und anderen. Okay, also auf unserer Plattform gibt es sehr viele Vermögenswerte und Sie können zum Beispiel mit Kryptowährungen oder mit Aktien, mit Rohstoffen handeln und so weiter. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie vielleicht Erfahrung mit dem Handel auf dem Finanzmarkt oder ist es Ihr erstes Mal? Nee, das ist nicht mein erstes Mal. Okay, also Sie bekommen immer Unterstützung von unserer Seite und für unser automatisches Handelssystem, Sie brauchen keine Erfahrung. Ja, ich habe aber schon Sagen Sie mir welche. bitte, Ist das schlimm? können Sie bitte wiederholen? Sehr, sehr, sehr schlechte Verbindung. Ja, ich habe schon Erfahrung, deswegen ist das schlimm? Sie haben schon Erfahrung, ja? Also Ja. Sie haben schon gehandelt. Richtig. Okay, also haben Sie manuell oder mit Broker oder mit automatisches Handelssystem gehandelt? Ich habe manuell gehandelt. Manuell, okay. Also Sie haben schon Erfahrung und sagen Sie mir bitte, wissen Sie schon, wie unser automatisches Handelssystem funktioniert? Nee, das können Sie mir mal erklären. Okay. Also, wenn Sie Ihr Konto aktivieren, dann erhalten Sie einen Roboter und auch einen Finanzexpert. Also, dieser Roboter ist vollautomatisch und er handelt für Sie. Also, Sie machen nichts. Ihr Finanzexpert konfiguriert Ihren Roboter und dann Sie handeln mit diesem Roboter und auch mit Ihrem persönlichen Finanzexpert. Was ist das für ein Roboter? Nutzen Sie den MetaTrader? Können Sie bitte wiederholen? Was ist das für ein Roboter? Nutzen Sie den MetaTrader? Hallo? Hallo, Ihr Telefon ist kaputt.
Hallo, was ist denn los bei Ihnen? Schönen guten Tag. Ach, jetzt haben wir auf einmal wen anders. Wer ist denn da? So, ich bin Supervisor von Elle und ich glaube, dass wir schon gesprochen und Sie haben verschiedene Namen mit verschiedenen Namen angemeldet, ja. So, und Nee, habe ich sagen Sie nicht. mal, wie Sie das nennen. Mir geht es gut, danke. So, und wer sind Sie jetzt? Ach, ist das lustig? Wie ich verstehe, Mann, ich habe ja, also eine ich muss Frage, ja ich habe sagen, eine dass Sie Frage mit den. gestellt. Wollen Sie meine Frage nicht beantworten? Nein, ich möchte nicht. Okay, Also, dann wir tschüss, haben mit Betrüger. Ihnen gesprochen Tschüss, und. Betrüger. Kannst auflegen. Du darfst nun auflegen. Danke. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Seereich. Angela Mapachat, wie geht's denn heute? Wen wollen Sie sprechen, bitte? Mit Hartmut Seereich. Kennen Sie diese Person? Sie Brecht ist mein Name, nicht Sie Reich. Seereich, habe ich gesagt. Sie Brecht mit B. Mit B. Ah, tut mir leid. Sie haben Können mein Sie Ding nicht lesen? geschrieben bei die Name. Nochmal? Können Sie nicht lesen? Nein, ich kann Ah, Sie können nicht sehr gut lesen. lesen, aber können Sie nicht schreiben? Doch, ich habe genau so geschrieben, Nein, wie ich das heiße. Doch, nicht. habe ich wirklich. Sie haben dasselbe Seereich geschrieben. Nein, ich habe Sie Brecht geschrieben. Doch, doch, doch. Seereich. Also, dann bin ich schuld. Bei der Okay, E-Mail-Adresse, ja, ja, alles haben Sie klar. Seereich Okay, geschrieben, aber bei dem alles Namen klar. Seereich. Ja, wunderbar. Dann hat der Kunde bei Ihnen immer Schuld. Alles klar. Und Sie sind der Alles ganz klar, dann schlaue. wissen Sie Was sind Sie welches. eigentlich? Weswegen rufen Sie jetzt an? Wegen der Anmeldung, die Sie mit die Nachname Seereich gemacht haben. Ich heiße ja Sie Brecht. Ja, das habe ich schon verstanden, aber Sie wissen nicht, wie Sie schreiben können. Ah ja, das ist äußerst nett von Ihnen. Ah, ich weiß. Das war auch sehr nett von Ihnen zu sagen, wissen Sie nicht zum Lesen. Ja, genau. Genau. Oh, Gut, und ich weswegen nerv mich rufen Sie auch. jetzt Die an? Leute, die häufig mit mir sind, ich bin nervig auch. Und weswegen rufen Sie jetzt an? Wie ich schon gesagt, wegen der Anmeldung, die Sie mit diesem Nachnamen gemacht haben. Ja, und? Für was? Ja, ich möchte mit Sie sprechen, aber mit was ich sehen kann. Na? Kriegen Sie die Augen nicht Ja, mit was ich auf? sehen kann, also wir können nicht ein Gespräch schaffen. Weil Sie sind nicht ein Mensch. Ich weiß nicht, wo Na, ich Sie bin kein Mensch, okay. aufgewachsen sind. Okay, ich bin kein Mensch. Was bin ich denn? Sie können sich gerne verbessern, denn. Betrüger! Wieder Soll ein ich jetzt ganz dummer lachen? Betrüger. Ich lache Sie aus. Sie sind so dumm. Ja. Ja, genau, Sie sind so Ja. dumm. Das haben Sie richtig erkannt. Sie sind sehr dumm. Ich kann es nicht verstehen, ob ich Ja, lachen soll oder nicht. genau. Sie können es nicht verstehen. Sie verstehen Könnte gar mehr nicht, weil Hilfe Sie von sehr mir dumm sind. kommen? Sie verstehen nichts, weil Sie sehr dumm sind. Sind Sie behindert, Herr Nee, Sie sind Seereich? dumm. Sie sind dumm. Nein, ich kann dumm sein, aber Sie, sind Sie behindert? Meinen Sie, ich be wäre behindert? Das ist sehr nett von Ihnen, ja. Ja, auf jeden Fall. Wie ich schon gesagt, ich Und bin Sie sind ein natürlich ganz ein Mensch ehrliches mit Finanzdienstleistungsunternehmen, Herzen. ne? Ja. Können Sie sich gerne verbessern? Bitte machen Sie Ja, keine dann Anmeldungen verbissen Sie mehr. sich doch. Ich habe Tschüss. keinen Kopf, mit behinderten Tschüss. Leuten so wie Sie zu Tschüss. reden. Auflegen. Verbessern Tschüss. Sie sich. Tschüss sehr. Ja, tschüss, Tschüss leg auf, sehr. dumme Schlampe. Da kannst du es auflegen. Nee, du kannst dich auflegen. Du kannst dich Nein, aber du auch gerne willst weg. aufhängen. Das ist kein Problem. Du willst losgehen. Was willst du? Warum gehst du nicht? Geh du Du doch, willst. dumme Schlampe. Mit mir gut reden. Mit mir gut reden. Ja, machen Sie Videos, Herr Seereich. Natürlich. Und auch dieses Video Ja. wird wieder bei YouTube online gehen. Für die dummste Wer sollten Schlampe, Sie die mich mich heute gerade? angerufen hat. Wer Genau. sollten Sie mich gerade? Bitte? Machen Sie jetzt ein Video von mir? Natürlich. Oh, das ist sehr gut. Wen soll ich grüßen? Die YouTube-Zuschauer am besten. Die YouTube.
Ich grüße dir zu zuschauen. Ja, sehr wie schön. Wie ist Ihr YouTube-Channel-Name, Herr Sinai? Ja, Sie sind doch sehr schlau. Sie können doch ich so gut lesen. Nein. Ich ja, eben, siehste. Das ist das Problem. Das ist. Nein, Sie sind doch so schlau. Sie wissen warum doch alles nicht? Besser. Warum denn suchen nicht? Sie doch einfach mal. Suchen Sie. Ich kann Ihnen sagen. Was soll ich? Siebrecht oder Siebrecht? Ja, Sie können doch nicht lesen. Welche Namen? Sie haben einmal Siebrecht geschrieben, einmal Siebrecht. Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, welchen Namen soll ich suchen. Bitte geben Sie mir die Namen. Ja, Callcenter Fun. Bitte Ihnen. Callcenter Fun. Ah, ich habe ein Video von Sie gesehen. Na, siehste. Das ist sie. Ja. Okay, jetzt können Sie sich gerne verpissen. Nee, leg du doch auf, dumme Schlampe. Leg doch auf, dumme Schlampe. Ich mag das. Ja, gut, schlag auf. Tschüss. Tschüss, Betrügerin. Ich habe noch eine Frage. Ja, du kannst fragen, so viel du willst. Ob ich antworte, wirst du sehen. Ja, ich will einfach fragen. Also, wenn Sie Video machen, machen Sie Videos auf sich selbst, wenn Sie diese Wörter sagen. Ich weiß ja gar nicht, was Sie reden. Sie verstehen ja nicht mal Deutsch. Können Sie mal Ihren Satz auf Deutsch sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich versuche. Ich versuche ja, das endet beim Versuch. Ja. Das endet beim Versuch. Sie also, können ja gar kein Deutsch. Können Sie im YouTube so solche Videos schicken? Mit diesen Worten, die Sie sagen? Natürlich, klar. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Okay, ich werde dann eine Meldung machen. Ja, gerne. Schlechtes Tag noch, ja. Genau, ja. Genau. Und jetzt auflegen. Danke. Hallo? Ja, hallo? Hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag. Alex Gruber bin ich am Telefon. Ich bin hier der Finanzexperte von einem globalen Börse und an unserem System haben wir Ihre Daten erhalten, dass Sie irgendwann Interesse gezeigt haben an dem Online-Trading, ja, an der Börse. An der Börse, ja, das ist richtig. Und ich hatte mich auf mehreren Seiten angemeldet. Welches ist jetzt Ihre Seite? Also unsere Seite ist das also von Bitcoin Code, also Bitcoin System. Das ist Ihre Firma, Bitcoin System. Nein, das ist ja unsere Werbung, wo Sie Ihre Anmeldung gemacht haben. Ja, und welches ist Ihre Firma, Ihr Firmenportal? Also unsere Firma heißt also Heptagon. Damit wir arbeiten und wo die Kunden seinen persönlichen Handelskonto haben würden, damit sie sich das ganze Arbeit zu verfolgen und natürlich also davon gute Profiten zu erreichen. Weil ja, können Sie mir die Webseite mal, Ihr Portal mal buchstabieren, dass ich da mal drauf gucken kann? Das kann ich doch Ihnen direkt zeigen, das ist ja kein Problem. Also Sie haben einen PC in der Nähe, ja? Haben Sie mich missverstanden? Können Sie mir jetzt... Ich habe ihn verstanden. Ja gut, dann buchstabieren Sie mal. Wenn Sie vorne vor dem Computer sitzen, dann kann ich Ihnen also direkt unseren Website zeigen, damit wir eine Verbindung miteinander zu haben, ja? Erstmal möchte also, ich... Erst haben Sie auf Ihrem PC? Hallo, mal zuhören. Also, buchstabieren Sie mir jetzt erstmal Ihre Webseite. Also ich kann doch Ihnen unseren Website also zeigen. Ja, also, ich möchte aber erstmal Ihre Webseite sehen. Genau, gehen gut, Sie mal bitte dann, auf ja, dann sagen Sie mir dann, nein, erstmal sagen Sie mir Ihre Webseite. Sie könnten nicht alle finden, weil gibt es doch verschiedene Unternehmen mit dem gleichen Namen. Nee, es gibt, gerne, nein, es gibt nur eine Unternehmen mit einem Namen. Das kann ich doch Ihnen zeigen, wie viele es Unternehmen gibt mit dem gleichen Namen, ja? Ja. Deswegen. Also dann gebe ich doch einfach mal Ihr Unternehmen bei Google ein. Was halten Sie davon? Also, schreiben Sie mal bitte beim Google. Also, AW Anton, nein, Nordpol. Nein, es geht um Ihr Unternehmen. Das möchte ich ja wissen. Heptagon haben Sie gesagt. Nochmal? Hören Sie schlecht? Ich höre doch ganz gut. Nee, warum fragen Sie danach? Weil jetzt habe ich dich gehört. Wieso du? Die ganze Zeit habe ich ja gut gehört. Ja, wieso du? Wir sind per Sie. Nochmal, könnten Sie bitte
auf Ihrem, also Anydesk reingehen und die Nummer von Anydesk sagen, damit ich... Also was ist Anydesk? Anydesk habe ich nicht, deswegen wollte ich erstmal Ihre Webseite sehen. Okay. Also Buchstaben... Hallo, ich habe doch nicht fertig gesprochen. Sie haben mich etwas gefragt, dann lassen Sie mich gefälligst... Hallo. Ich weiß, wie es das Ganze funktioniert und du brauchst nicht meine Arbeit... Wieso du? Wieso du? Wieso du? Es ist mir egal, wer du bist. Ist dir egal? Okay, dann bin ich jedenfalls kein Kunde bei dir. Alles klar, dann will sie mit. Tschüss, Betrüger. Ciao. Tschüss, Betrüger. Betrüger, du musst auflegen. Du hast vergessen aufzulegen, Betrüger. Na, siehst du, du kannst deine Webseite nicht buchstabieren, du kannst ja nicht mal auflegen. Was ist los mit dir, kleiner dummer Betrüger? Na, klappt wohl nicht mit dem Auflegen, hä? Du kannst ja doch nicht mal dein Telefon bedienen. Ach nein, du machst ja Voice-over-IP, also mit dem Computer kannst du also auch nicht umgehen. Mhm. Und, kommt da noch was? Was ist los, du Finanzberater? Ist mir egal, wer du bist. Schlacht dich aus. Mein Gott, wie kann jemand so dumm sein, um meinen Deutschen betrügen zu können? Frag mal, wie dein Kollege nochmal heißt. Dieser Kevin, irgendwie hieß er nochmal? Hey, wie heißt denn dein Kollege nochmal, Kevin? Der Kevin, genau. Der Kevin, genau. Der Kevin, der kein Wort Deutsch Hanson spricht. Hanson oder irgend sowas, genau. Ja, genau. Kevin Hanson. Ich lach euch aus. Ihr seid so dumm, dass ihr euch noch nicht mal vernünftige Namen ausdenken könnt. Richtig dumm. Naja, komm. Wenn du Mann hättest, dann würdest du jetzt wenigstens antworten oder bist du einfach zu dumm? Na, Betrügerlein? Ah, du bist zu dumm, okay. Nur das Mikrofon stumm schalten. Okay. Na, dann lassen wir mal weiterlaufen. Irgendwann magst du ja nicht mehr. So, will er nicht auflegen, oder was? Nee, der will nicht auflegen. Der will uns ein bisschen belauschen. Okay, dann stummen wir einfach mal und lassen laufen, ne? Genau, wir lassen mal laufen. Nun wollt er nicht mehr. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Tag. Hier spricht Hanna Schmidt von der offiziellen Finanzbörse. Sie haben unsere Werbung gesehen und eine Online-Registrierung bei uns gemacht, richtig? Also die Werbung von Tesla. Das kann durchaus sein. Tesla? Aber Ihre Firma, ich hab mich auf mehreren Seiten umgesehen. Welche war jetzt genau Ihre? Also Sie haben unsere Werbung von TechnLab Cloud Tesla New N gesehen. Bitte was? Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Bitcoin, die Werbung von Bitcoin. Ja, das kann durchaus sein. Okay, also ich möchte gerne Ihnen weiterhelfen, damit wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren. Ja. Kann ich das nicht selber? Also ohne meine Hilfe leider können Sie das nicht machen. Ich soll Ihnen Aktivierungsnicht geben. Wen wollen Sie denn überhaupt sprechen? Hier wohnen mehrere Personen im Haushalt. Wie bitte? Wen wollen Sie denn sprechen? Hier ist eine große Familie, hier wohnen mehrere Leute im Haushalt. Jochen Steckmüller. Wer ist Jochen Steckmüller? Das bin ich. Okay, also dann möchte ich mit Ihnen sprechen. Gut. Ja, was mit wollen Sie denn jetzt genau? Mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Wie, was, mit welchem Betrag? Sie sind aber... 500 oder 1000. Sie sind ja schnell. Ich möchte ja erstmal... Ich weiß ja noch gar nicht, wie funktioniert das Ganze? Was kann ich verdienen? Sie wollen gleich Geld haben? Herr Steckmüller, Sie haben die Werbung gesehen und alles gelesen, oder? Ja, nee, da wird man ja nicht so richtig schlau draus aus dieser Werbung. Ah, tschüss. Bis jetzt war es ja so, wie wir es von den Betrügern gewohnt sind. Nun wird es aber richtig überirdisch. Der Betrüger weiß genau, wie gut sein Gerede bei mir ankommt. Und noch dazu kann er sich teleportieren.
Viel Spaß mit den letzten drei Anrufen. Ja, bitte? Ja, das bin ich ein nochmal. Und jetzt? Wie nochmal? Ja, aber ich verstehe gerade eins nicht. Gerade haben Sie aus Schweden angerufen und jetzt rufen Sie aus 359. Welches Land ist das denn? Jetzt rufen Sie aus Bulgarien an. Ja. Wie können Sie eben aus Schweden anrufen und jetzt aus Bulgarien? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Sie können doch nicht gerade eben aus Schweden anrufen und jetzt aus Bulgarien anrufen. Ja, das ist richtig. Nein, können Sie nicht. Ja, Sie können aber nicht aus verschiedenen Ländern innerhalb von Sekunden anrufen. Ja, wir können das immer machen. Ihre Telefonleitung ist schon wieder schlecht. Ich verstehe schon wieder nichts mehr. Hallo? Hallo, ist da jemand? Ich verstehe Sie leider nicht. Ich verstehe Sie leider nicht. Tut mir leid. Lassen Sie die Kinder spielen, okay? Und lassen Sie uns ehrlich sein. Hallo? Ja, ich verstehe das. Hallo? Ich verstehe Sie leider nicht. Meine Stimme, ja? Ich verstehe Sie leider nicht. Tut mir leid. Rufen Sie dann an, wenn Sie eine bessere Telefonleitung haben. Nein, Ihre Telefon ist schlecht, ja? Sie sollten etwas verantwortlicher sein, ja? Verstehen Sie es? Ah, jetzt gerade habe ich Sie verstanden. So, was soll ich sein? Ja, verantwortlich sein. Jetzt verstehe ich Sie wieder nicht mehr. Wie telefonieren Sie denn mit so einer schlechten Telefonleitung? Was meinen Sie? Ja, ich höre Sie und Sie hören mich sehr gut, ja. Hallo? Also das steht auf dem System, ja. Hallo? Das steht auf dem System. Hallo? Das steht auf dem System, ja. Hallo? Das steht auf dem System, ja. Ich verstehe Sie leider nicht. Das steht auf dem System. Ich verstehe Sie leider nicht. Was meinen Sie? Hallo? Sind Sie da? Was verstehen Sie nicht? Hallo? Ja, ich bin da. Hallo? Ja, Sie spielen Kinderspiele, ja? Sie spielen Kinderspiele. Hallo? Wer ist denn da bitte? Hallo? Ich verstehe Sie leider nicht. Hallo? Nein, Sie sollten mich verstehen, ja. Wo sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Ich verstehe Sie leider nicht. Ich bin... Hallo? Ich bin Leon Steiner. Hallo? Ich verstehe Sie leider nicht. Ja, Rufen Sie an, wenn Sie eine funktionierende Telefonleitung haben. Dann können Sie mich gerne nochmal anrufen. Aber mit so einer Telefonleitung hat das leider keinen Sinn, denn ich verstehe Sie gar nicht. Können Sie mir ja einfach anrufen, wenn Sie eine funktionierende Telefonleitung haben. So funktioniert das leider nicht. Ja, das ist ein anderes Telefon, ja, und die spielen wie ein Kind. Ja, möchten Sie das machen oder möchten Sie das nicht machen? Hallo? Ja, sehen Sie? Sie hören mich sehr gut und Sie spielen wie ein Kind. Hallo? Hallo? Also so funktioniert Telefonieren nicht. Sie haben eine so schlechte Telefonleitung, ich verstehe Sie leider nicht. Nein, Sie verstehen mich sehr gut, ja. Und halten Sie diese... Hallo, das funktioniert leider nicht. Wenn Sie kein gutes Telefon haben, dann kann ich leider nicht mit Ihnen telefonieren. Tschüss. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo? Ah, jetzt höre ich Sie. Sind Sie das schon wieder? Ja, das bin ich ja nochmal. Oh, Sie haben wieder immer noch eine schlechte Telefonleitung. Sie hören sich an wie ein Computer. Ich verstehe Sie kaum. Und ich sehe, und jetzt sehe ich gerade, Sie rufen aus Griechenland an. Was ist denn los mit Ihnen? Ja, das ist richtig. Sie können doch gar nicht so schnell die Länder wechseln. Das funktioniert ja nicht. Nein, ich könnte die Länder nicht wechseln, aber eben. Ich könnte Sie von anderen Abteilungen anrufen, ja? Nee, Sie können, andere Abteilungen sind ja in anderen Ländern. Nein, ich rufe Sie von anderen Abteilungen und es ist 2023, ja, verstehen Sie, wie arbeitet das System? Es gibt Technologie, ja? Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Das geht Sie gar nichts an. Weswegen rufen Sie überhaupt an? Wer sind Sie? Ja, warum haben Sie sich bei uns angemeldet, wenn Sie keine Informationen... Wer sind Sie denn überhaupt? Ich weiß doch gar nicht, wer Sie sind. Ja, Sie haben sich bei Bitstop angemeldet. Und jetzt haben Sie wieder eine schlechte Telefonleitung.
Nein, die Telefonleitung ist sehr gut. Ja. Wir haben keine Probleme mit der Telefonleitung. Haben Sie sich bei Bitsoft 360 angemeldet? Bitte was? Sie haben eine fürchterlich schlechte Telefonleitung. Das mag in Ihre Richtung vielleicht funktionieren. Ich verstehe Sie kaum. Das ist das Problem. Und da können Sie mir auch was anderes sagen. Ich höre einfach schlechter, wenn Sie so eine schlechte Telefonleitung haben. Und da nützt es nichts. Da nützt es nichts, wenn Sie jetzt noch viermal aus anderen Ländern anrufen. Das ist völliger Blödsinn. Also, jetzt reden Sie jetzt klar und deutlich. Wer sind Sie und was wollen Sie? Hallo? Wer sind Sie und was wollen Sie? Ich verstehe kein Wort. Ihre Telefonleitung ist so schlecht. Wir haben die Anmeldung von Ihnen bekommen. Was wollen Sie von uns? Hallo, ich verstehe Sie leider nicht. Ihre Telefonleitung ist so schlecht. Nein, Sie verstehen mich sehr gut, ja. Ich verstehe einfach nichts. Ja. Sind Sie eigentlich dumm? Ja, ja. Sind Sie eigentlich dumm, dass Sie nicht hören, dass ich Sie gar nicht verstehe? Nein. Sind Sie das eigentlich? Sind Sie dumm? Hier, ja, sind Sie ein dummer Mensch? Sie sind die dumme Mann hier. Nein. Sie nennen mich... Ja, ich verstehe Sie gar nicht. Kind und ich bin 50 Jahre Ich habe gehört, Sie sind ein Kind. Okay. Ich habe eine Anmeldung und ich habe meine Daten hier lassen. Sie haben irgendwelche Daten da gelassen? Und warum rufen Sie mich dann an, wenn Sie irgendwelche Daten eingelassen haben? Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Verstehen Sie einfach nicht, dass Ihre Telefonleitung sehr schlecht ist? Verstehen Sie es eigentlich nicht? Nein. Die Leitung ist besser als Ihre Telefonleitung, ja, um ehrlich zu sein. Ja. Welche Telefon benutzen Sie? Nokia? Von 1980 oder etwas wie das? Ich glaube, Sie haben keine Ahnung. Sie rufen auf einem Festnetz an. Ich habe keine schlechte Leitung. Sie rufen auf einem Festnetztelefon an. Da sehen Sie mal, wie dumm Sie sind. Nein, das ist nicht Festnetztelefon. Doch, das ist Festnetztelefon. Dummer Mann. Das ist Festnetztelefon. Schaut doch auf die Nummer. Schauen Sie auf die Nummer. Das ist Festnetz. Sie dummer Mensch. Jetzt verstehen Sie mich. Ja, verstehen Sie es? Bitte? Ich verstehe nicht. Nein, Sie sind die dumme Frau. Verstehen Sie es? Ach, nee, so hat das keinen Sinn. Ich verstehe Sie nicht. Hallo? Ja, hallo, hören Sie mich? Hallo, ist da jemand?